So, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr habt den letzten Teil auch gesehen, wie ich losgefahren bin. Jetzt bin ich hier beim ersten Mal Ladestation, bin mit 2% angekommen und 250 Kilowatt hat er gleich angefangen zu laden. Ich bin jetzt bei 70% und er lädt noch mit 95 Kilowatt, also lädt gut, aber da wird es ein anderes Video drüber geben. Meine ersten Fahrimpressionen waren auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl hatte, dass es mir die Reifen von den Felgen zieht. Also es könnte noch schneller gehen, aber das war die Kalibrierungsphase. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Akku ein bisschen voller ist, wie er jetzt abgeht. Auf jeden Fall sehr cool und für mich ist das Fahrgefühl einfach unbeschreiblich cool. Auch das mit dem Blinken und Lenken, das hat alles wunderbar funktioniert. Ich bin natürlich jetzt nur hier einmal rückwärts reingefahren. Ansonsten habe ich mich noch nicht in irgendwelchen Kreiselverkehren verausgabt. Die anderen 98,5% der Strecke waren auf jeden Fall sehr cool in diesem Lenkrad und ich finde es einfach nur Wahnsinn. Und man hat das Gefühl, wenn man mit 150 fährt, man fährt 110, 120, weil er ist sehr, sehr leise und es ist einfach ein wahnsinniges Gleiten. Aber gut, das waren jetzt die ersten 70 Kilometer von Regensburg zurück. Geht jetzt gleich auf die Strecke nach Karlsruhe. Ihr könnt da dranbleiben und ich werde dann mich aus Ulm melden, wenn wir dann nochmal laden. Also an jetzt die Impression auch von den ersten beiden Passagieren, meinen beiden großen Jungs, absolut fantastisch. Das ist eine Evolution, keine Revolution von außen sowieso nicht, aber von innen ist es natürlich bombastisch. Das werde ich euch dann morgen zeigen. Die Verarbeitungsqualität innen ist super. Ich finde das Display genial, das Lenkrad, auch die Materialien hinten auf der Rücksitzbank, hat man alles beledert, Alcantara. Es wirkt wirklich sehr, sehr cool. So, jetzt sind wir gleich bei 80% und dann hole ich die anderen beiden Kids ab und dann geht's auf Strecke. Also schön, dass ihr dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Rossi, gute Besserung, wir denken an dich und wir melden uns dann und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier zuzugucken heute. Also bis dann, es geht gleich weiter im Model S Plaid. Achso, das wollte ich euch noch zeigen, schaut euch das mal an hier. Einfach von hinten diese breite Optik mit den Lichtern, also Wahnsinn. Ich finde, das ist einfach nur bärig. Hier der Diffusor, das Patch. Dann natürlich habe ich zu dem Carbon-Spoiler, seht ihr hier, natürlich auch das Carbon-Schild. Und klar, da kommt kein E drauf. Das hätte die Buchstaben kleiner gemacht. So wirkt das Auto einfach nur fantastisch. Es ist einfach super. Also ich bin sowieso ein Model S-Fan. Für mich ist das halt die Form, so ein bisschen Grand Touring. Ist zwar ein viersitziges Grand Coupé, kann man das sagen. Und die Form, ich finde das gut, dass Tesla das nicht geändert hat, denn das ist einfach ein zeitloses Design. Denn er ist einfach schön. Es ist Jaguar-mäßig, Maserati-mäßig. Und heute geht es dann nach Karlsruhe, morgen nach Berlin. Also von daher, ich werde genug Impressionen für euch sammeln. Ihr seht ja auch die Felgen, das sind die Standardfelgen. Jetzt als Winterradsatz, gut, jetzt sind noch die Sommerreifen drauf, aber mit den Kappen in der Mitte seht ihr auch, sieht das eigentlich ganz gut aus. Und ja, also das Gefühl ist super, drauf zu fahren. Man cruist ganz entspannt. Ich habe auch das Audiosystem schon ausgetestet. Ist auch super. Das Auto ist super leise und was mir auch bärig gefällt, ist einfach diese breite Front. Das Auto sieht so breit aus. Also dem im Rückspiegel zu haben, ist bestimmt nicht lustig. Also, bis zum nächsten Teil. Es geht nachher weiter und schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Servus.